Hallo Leute, ich habe mal wieder ein neues Projekt gestartet. Wir spielen immer noch NHL 2014, aber ich habe jetzt mal den Season-Modus gestartet und zwar in der DL mit meiner Lieblingsmannschaft, den Grizzly Adams. Ja, ich spiele auf den Schwierigkeitsgrad Pro eingestellt, sind 4 Minuten, damit die Videos nicht ganz so lange werden und wir spielen jetzt mal unser erstes Spiel gegen die Straubing Tigers. Ich hoffe, das mit dem Ton und so, das klappt auch alles. Vielleicht mache ich den Spielsound doch ein bisschen lauter. So, und los geht's. Hier seht ihr unsere erste Reihe. Tyler Haskins, unser Mannschaftskapitän. Diesel und Melee, die Flügel. Likens und Pellen, die erste Defense-Reihe. Und Schunusov im Tor. So, wir spielen in Straubingen, auch natürlich, wenn das hier leider nicht ganz so der Wahrheit entspricht. Ich glaube kaum, dass das Straubinger Stadion 18.000 Zuschauer fasst, aber was soll's. Leider gibt es ja, ich weiß auch gar nicht warum, ein paar Probleme. Die Trikots sind ja auch alle nicht richtig. Aber besser DEL ist gar nicht. Beziehungsweise besser so DEL ist gar nicht. Und es geht los. Diesel über links, wurde hier aber gestoppt. Und da ist schon die erste Strafe. 2 Minuten gegen Straubingen. Für die Nummer 16 wegen Stockschlag. Carson Gamin. Und Bulli. Der Versuch zu klären hier. Oh Gott, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, und da ist das Ding drin. In Unterzahl. Das ist hart. Das ist richtig hart. Ich hab's schon kommen sehen, aber ich habe den Spieler nicht mehr rechtzeitig gekriegt. Ah, Carl Stewart. Hier mit dem Tor in Unterzahl. Und den 1:0 Führungstreffer für Straubingen. Die Nummer 34 hier sieht da richtig, richtig schlecht aus. Aber noch haben wir Zeit, noch ist nichts verloren hier. Einfach mal abziehen, aber von Sturm. Geblockt. Likens auf Haskins. Haskins spielt auf Diesel. Diesel auf Melee. Melee geht über rechts, zieht in die Mitte und. Ah, wieder geblockt hier. Schön gemacht von Straubingen. Likens jetzt auf Haskins. Und da ist schon wieder eine Strafe angezeigt. Schussversuch und Straubings Torwart hält. Jetzt haben wir noch 26 Sekunden Powerplay für Wolfsburg. Und zwar 3 gegen 5. Danach 4 gegen 5. Noch 1,5 Minuten hier. Blaine down. Wegen Bandencheck. Marco Rosa jetzt am Bullypunkt. Gewinnt aber leider nicht den Bully. Brocklehurst. Auf Greg Moore, die Nummer 15. Auf Rosa und Rosa macht das Ding. 1 zu 1. Powerplay-Tor. Und da kommt der erste Spieler wieder. Schöner Pass hier von Greg Moore auf Rosa. Und er setzt das Ding unten links in die Ecke. Ein bisschen Glück war auch dabei, dass der Puck überhaupt bei Rosa ankam. 1-1 jetzt. Ah, und wieder Bulli-Gewinn für die Straubing Tigers. Das ist nicht die Stärke von. Oh! Nicht die Stärke von Wolfsburg.
Matt Diesel jetzt. Ah, und der Pass kam nicht an, abgefangen. Ah, und das war zu früh von Matt Diesel. Abseits. Bulli in der neutralen Zone hier. Marco Rosa wieder am Bullypunkt. Und diesmal kann er ihn gewinnen. Wieder auf Greg Moore. Der zieht einfach mal ab und kein Problem hier. Nochmal Greg. Bulli. 36 Sekunden noch Powerplay für die Wolfsburger, für die Grizzly Adams. Ob sie noch ein Powerplay-Tor schaffen, wage ich zu bezweifeln, aber wir werden natürlich alles dran setzen. Chunusov lässt liegen. Jetzt Normilie über rechts. Zieht einfach mal ab mit dem Handgelenkschuss hier. Brad Pellen. Brad, oh, und der Pass von Milley geht knapp an Pellen vorbei. Das darf natürlich nicht sein hier. Das darf absolut nicht sein. Oh, und abgefangen. Normilie. Auf Brad Pellen. Matt Diesel. Oh, wieder abgefangen hier. Die Pässe der Wolfsburger sind zu ungenau. Und hier gibt's Strafe. Powerplay für Straubing. Allerdings weiß ich überhaupt nicht warum. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Schauen wir uns im Replay an. Hier, Brad Pellen, was macht er? Ich weiß nicht, was das sein soll. 2 Minuten für Ellbogen-Track, okay. Greg Moore jetzt am Bullypunkt. Kann ihn nicht gewinnen. Oh, schön gehalten von Chusenov. Cole jetzt an der Bande. Brocklehurst gegen die Nummer 91. Gegen Röttke, glaube ich, müsste es sein. Greg Moore, wer ist schneller? Die 25 ist schneller. Dotzer, aber Greg Moore holt sich den Puck. Oh, verliert ihn aber gleich gegen Meunier. Furschner, Sebastian Furschner jetzt. Auf Moore. Oh, was war das für ein Pass? Ein schrecklicher Sturm. Stuart, der Torschütze hier zum 1:0. Und wir wollen alles daran setzen, dass sich das nicht wiederholt. Und er hat trotzdem die Chance bekommen. Jetzt Brocklehurst. Pass geht an den Chu von Sturm. Aber kein Problem. Polacek hier. Auf Rosa. Rosa gegen den Torwart. Schöner Save. Wurm gegen Röttger. Stuart. Und oh, Pfosten rettet hier die Wolfsburger. Und da ist das Ding drin. Schiedsrichter sagt, er will den Videobeweis sehen, aber ich denke, wir wissen alle, wie sie sich entscheiden werden. Das Ding ist legitim, schön. Na, Volley hier gibt es auch im Eishockey. Wobei ich das natürlich im Eishockey sehr viel krasser finde, dass sie da so einen kleinen Puck da die Höhe genau erkennen und das Ding auch noch lenken können, wie sie wollen. Ja, das Tor wird gegeben, hier Straubing erneut in Führung gegangen durch Carl Stewart, 2. Saisontor. Ihr seht hier noch 9 Minuten auf der Uhr fürs erste Drittel. Insgesamt hier schwache Leistung von Wolfsburg. Viel zu wenig Chancen, zu wenig Schüsse. Milley! Milley gibt an Pellen an der Blauen, kann aber nicht schießen. Likens, Likens, Schuss! Milley versucht hier noch den Puck zu holen, schafft's aber nicht. Ganz knapp Offside hier, Abseits. Und wieder geht das Ding daneben. Und schöner Fang an Safe hier. Garrett Forza jetzt am Bullypunkt. Ihr seht, Straubing 5 von 9 Bullies gewonnen, 55%. Also das geht eigentlich in Ordnung. Recht ausgeglichen hier. Abseits. Und wieder der Bulli-Verlust hier. Das ist hart. 2-mal in Folge. Garrett Forza an der Bande. Erreicht aber kein Spieler. Doch jetzt Danner. Danner spielt ins gegnerische Drittel. Ach,
Benedikt Kohl auf Danner. Danner geht jetzt über rechts. Spielt auf Moore und wieder. Ist ein Schläger dazwischen. Die Fehlpässe hier von Wolfsburg, das ist nicht mehr feierlich. Und damit ist das erste Drittel gegessen hier. 2:1 Straubingen. So, Start des zweiten Drittels. Hatskins gegen Down. Der Bulli gewonnen, aber danach alles wieder kaputt gemacht mit einem schlechten Pass. So, und jetzt Haskins. Haskins! Oh! Ich habe ja auf einen Abpraller gehofft, aber kein Rebound-Tor hier. Garrett Forster jetzt, die Nummer 23. Das glaube ich die dritte. Au, knapp daneben. Die dritte Reihe. Und wieder nichts ideenlos hier, die Wolfsburger. Danner jetzt. Fehlpass. Oh, und da gibt es die Strafe für Wolfsburg. 2 Minuten fürs Beinstellen durch. Oder vier Forser. Das ist definitiv legitim. Der hat viel zu viel gestochert und die Beine des gegnerischen Spielers erwischt. Osterlo war es, der sich da gepackt hat. So, Marco Rosa verliert hier den Bulli. Oh, schöner Schuss. Kemin. Auf Dorn. Beinahe war das Ding drinne. Letzte Sekunde hier. Chunusov verhindert hier Schlimmeres. Schön geholt von Polacek. Aber macht das Ding nicht rein. Da rettet Metall hier. Und Rosa hier alleine vorne. Bulli. Das Tor ist weg. Brocklehurst auf Moore. Moore, mach Moore es jetzt. Moore, nein. Moore macht's auch nicht. Kriegt nur noch eine zweite Chance. Nee, er verliert den Puck hier. Stewart. Ah, fast hätte er wieder geholt. Sturm. An Monier. Wolfsburg jetzt wieder komplett hier. Schöne PK-Reihe von Wolfsburg. Oh, wo ging der Pass denn hin? Der war definitiv nicht so beabsichtigt. Schön gemacht, schön geklärt vom Pool. Jetzt auf Haskins, der spielt auf Diesel. Oh, und gegen die Latte. Jetzt Pech für die Wolfsburger. Kein Problem für Chunusov, der gleich weitergibt. Haskins, Milley. No, Milley. Macht das alleine. Nein, macht er nicht. Auf Likens. Ah, aber wieder wunderschöner Save hier vom Torwart, der hier wirklich gute Arbeit macht. Sebastian Furschner auf Marco Rosa. Ah, und da ist Furschner zu schnell gewesen. Marco Rosa nicht rechtzeitig mit dem Puck in der blauen Zone. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, der Puck muss als erstes über die blaue Linie und erst dann darf der Spieler sie betreten. Und da gibt es wieder eine unnötige Strafe hier für die Nummer 34, glaube ich. Ja, das müsste cool gewesen sein.
Ja, jedenfalls, wie gesagt, der Puck muss zuerst über die blaue Linie, erst dann darf der Spieler, und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen erst alle anderen Spieler wieder dieser Mannschaft wieder raus, um dann einen erneuten Angriff zu starten. Moore hier am Bullypunkt. Auf Robbie Beener, Furschner. Das wird er aber nicht mehr schaffen, denke ich mal. Ah, und. Na! Greg Moore nochmal mit dem Rebound, aber. Auch den hält hier die Nummer 33, der Torwart der Straubing Tigers, souverän. Und dass das keine Strafe war, Leute, das weiß ich, verstehe ich nicht. Das war definitiv Torwartbehinderung. Ja, jetzt zweite Drittel. Wolfsburg relativ stark, finde ich. Viele Chancen erspielt, doch leider noch nicht das erlösende Tor. Weder den Ausgleich noch die Führung. Aber ein Drittel haben wir noch Zeit. Hier Kohl immer noch auf der Bank. 1 Minute 52 noch auf. Oder noch Powerplay für Straubing. Aber Wolfsburg mit relativ guter PK-Reihe. Lyken schön abgefangen. Polacek auf Marco Rosa. Doch der Puck kommt nicht ganz an. Down verhindert hier. Schöner Check und. Oh. Wieder unnötige Fehlpässe. Und da ist das Ding drin. Powerplay-Tor durch. Down. Den Starspieler der Straubing Tigers hier. Ach, ist das ärgerlich. Blaine Down, erstes Saisontor. Da ist Pellen zu weit nach vorne gefahren. Hat den Pass ermöglicht. Und Schunusow sieht dann keine Sonne mehr. 3-1 Straubing, das ist bitter. Dabei sah es ja eigentlich beinahe danach aus, dass ich hier noch den Ausgleich mache. Ah! Kleines Gerängel hier. Ah, Haskins kriegt die gegen die Schulter, kann die nicht verwerten. So ein Mist. Schön gemacht wieder von Kohl. Links keiner da. Diesel versucht's alleine. Simon Danner jetzt. Und wieder die Latte. Schön zurückgeholt nach dem Fehler von Danner. Ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, Leute, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen wenig rede. Ich versuche hier wirklich noch das Tor zu schießen, konzentriere mich hier. Vergesse dabei zu reden teilweise. Das. Forza auf Greg Moore. Eigentlich, der Junge hat's drauf. Oh! Was macht er denn? Fährt hier alleine ohne Puck? Greg Moore. Robbie Beener hier verhindert das Abspiel. Stewart wieder. Schöner Pass hinter das Tor. Straubing wieder
im Powerplay. Jetzt eine Minute vor Schluss. Das ist bitter. Das ist die Entscheidung. Das war's definitiv. Ja, Stockschlag hier von Pelham. Und dann nochmal Haken. Ja, und das wird auch gewertet. 2 Minuten hier fürs Beinstellen. Viel zu früh. Das Ding ist gegessen hier. Zwei. Drei, zwei. Furschner. In Unterzahl. Sebastian Furschner. Tor in Unterzahl. Vorlage durch Chunosov und Brecklehurst. Endlich mal das Ding drinne. Vielleicht der jetzt doch noch die Chance zum Ausgleich. Ich glaube es ja nicht, aber das wäre fabelhaft. Und da macht das nochmal, da macht das nochmal. 43 Sekunden vor Schluss, der Ausgleich. Unglaublich. Sebastian Furchner, zweites Tor. Brocklehurst mit dem zweiten Assist und Greg Moore. Ich kann es nicht glauben. Nochmal. Wieder in die obere Ecke, in die Fanghandecke. Alles wieder drin, 43 Sekunden noch. Da habe ich das Ding echt noch gedreht. Ich glaube es nicht, ich glaub's nicht. Da bekommen die Fans viel geboten, definitiv hier. Habe ich es nochmal versucht, aber diesmal hält er. Furchner klärt jetzt. Legen wir es lieber aufs Overtime an. Auf die Overtime. Selbstverständlich. Und Chunosov. Ja, das war's. Die reguläre Spielzeit jetzt vorbei. Es ist wirklich unglaublich. Zwei Treffer von Sebastian Furchner ermöglichen hier wirklich noch den Sieg in der Overtime. Und jetzt heißt es, der nächste Treffer führt zum Sieg. Alles ist wieder drin. Straubing immer noch im Powerplay hier. 4 gegen 3 jetzt. Denn wir wissen ja, in der Overtime wird mit jeweils 4 Spielern gespielt. Und da ich eine Strafe habe, sind es bei mir jetzt natürlich 3. Schön geklärt vom Wurm. Likens. Oh, das war... Da hatten sie den Sieg auf der Schippe. Und da ist das Ding drin. Das war's. Gerade in der Overtime Unterzahl zu starten ist natürlich verdammt schwer. Und dann auch noch so ein glücklicher Pfostentreffer hier. Dorni muss den Schläger nur noch hinhalten. Ja, 4-3 Overtime, das war's. Wolfsburg immerhin ein Punkt. Straubing hat 2. Ein verdammt schlechter Start. Schlechter hätte er nicht sein können. Ja, schlechter hätte er natürlich schon sein können mit einer Niederlage. Aber trotzdem, ideal ist was anderes. Gut, das war's hier. Vom ersten Spieltag, vom Wolfsburg. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich zeige euch nochmal schnell die 3 Stars hier. Carl Stewart, Blaine Dawn und Sebastian Furchner. Jeweils mit 2 Treffern und 2 Punkten. Ja, Leute.